blaue Fliesen, alles ist steril, ein interdisziplinäres Team aus Ärzten und Pflegern. Unschwer zu erkennen, wir sind im OP. Wir schauen hier gerade gemeinsam auf einen Bildschirm, wo der Puls des Patienten überwacht wird. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn dieser Bildschirm auf einmal schwarz wird. Und damit das nicht passiert und was da dahinter steckt, wollen wir heute mal hinter die Kulissen der IT im Krankenhaus schauen und deren Rolle beleuchten. Welche Bedeutung hat die IT für euch im OP? Die IT hat für uns im OP-Bereich eine sehr hohe Bedeutung, da wir ansonsten keine Dokumentation machen können, keine Diagnostiken durchführen können und keine Röntgenbilder angucken können. Wenn bei uns in der zentralen Notaufnahme die IT ausfällt und die Notaufnahme sowieso wie oft voll ist, dann bricht alles zusammen und wir sind eigentlich handlungsunfähig. Also in der Zentralapotheke können wir ohne IT überhaupt nicht arbeiten. Wir haben eine zentrale Zytostatika-Herstellung, die verschiedene Schnittstellen braucht und ein Warenwirtschaftsprogramm. Ohne Warenwirtschaftsprogramm kommt keine einzige Tablette, Ampulle oder sonst was hier rein. Wir können das auch nicht weiter verteilen, weil ansonsten die Kosten nicht gemanagt werden können. Ja, für uns in der Radiologie ist die IT extrem wichtig. Wir sind voll digitalisiert, das heißt, alles, was wir machen, Informationen bekommen wir aus dem Netz, wir schicken es ins Netz, wir schicken es ins PACS. Das muss rund um die Uhr funktionieren und wenn die IT, wenn da irgendwas ausfällt, dann brauchen wir schnell Ansprechpartner, die das sofort lösen, weil sonst bricht der Laden zusammen. Also von meinem Aufgabebereich, die digitale Patientendokumentation, ist für mich die IT-Abteilung die wichtigste Abteilung. Ja, nach so viel Lob für die IT habe ich mich jetzt auf den Weg in dieselbige IT hier bei uns am Klinikum am Steinberg in Reutlingen gemacht. Gegenüber von mir steht jetzt Peter Kressel. Herr Kressel, Sie sind hier Teamleiter in der IT und wenn ich an ITler denke, dann denke ich zugegebenermaßen eigentlich eher an schwarze Hoodies, dunkle Büros und flimmernde Bildschirme. Vor mir steht aber ein junger, dynamischer Kollege in einem ja vom Tageslicht hell erleuchteten Büro. Das heißt, das Image des klassischen ITlers trifft hier im Krankenhaus zumindest nicht zu, oder? Nee, in der Tat, das stimmt nicht. Wir haben hier schöne Räume im Verwaltungsgebäude und arbeiten mit Sonnenlicht. Und ihr seid vor allem auch eine coole Truppe. Davon konnte ich mich selbst auch schon öfter überzeugen. Herr Kressel, wie ist denn die IT generell hier im Haus aufgestellt? Ja, also wir sind aufgestellt in drei Gruppen. Das ist einmal die Hardware, die Softwaregruppe und der Support. Im Support betreuen wir ca. 2.500 Benutzer und helfen ihnen gern. Und was macht für Sie ganz persönlich das besondere Arbeiten hier im Krankenhaus aus? Wir haben eigentlich ständig mit neuester Technologie zu tun und dadurch, dass ich halt auch aus dem medizinischen Bereich komme, kann ich da auch sehr viel Fachwissen einbringen und den Kollegen in der Medizin sehr gut helfen. Das heißt, Sie haben auch einen medizinischen Hintergrund, haben Sie Medizin studiert oder haben Sie eine Ausbildung in dem Bereich gemacht? Ich habe eine Ausbildung gemacht als operationstechnischer Assistent und habe da 5 Jahre im OP gearbeitet. Aber es ist auf jeden Fall keine Voraussetzung für jemanden, der hier in der IT bei uns anfangen möchte. Also ein medizinischer Hintergrund ist nicht zwingend notwendig. Und welche Benefits wir als Arbeitgeber bieten, das erfahre ich jetzt gleich 2 Stockwerke weiter oben von meiner Kollegin Namina Osman im Personal. Ja, Namina Osman, wir sind in der Personalabteilung angekommen. Sie sind hier Personalreferentin und Rekruterin. Ja, Frau Osman, wen suchen wir denn am dringendsten aktuell in der IT? Aktuell suchen wir Kolleginnen und Kollegen im Bereich des Incident Managements, im Bereich der IT-Administration, IT-Anwendungsbetreuung und IT-Projektleitung. Und was kann denn jetzt die Bewerberin, der Bewerber, der potenzielle Kollege oder Kollegin, was kann man von uns als Kreiskliniken, als Arbeitgeber denn erwarten? Welche Benefits bieten wir? Wir bieten eine Menge an Sozialleistungen, wie zum Beispiel Jobrat, Jobticketzuschuss, Homeoffice, Gleitzeit, flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Kinderferienprogramme sowie betriebliches Gesundheitsmanagement. Also ein großes Paket auf jeden Fall an Benefits, auf jeden Fall ein großes Plus. Frau Osman, vielen Dank für den kurzen und knackigen Abschluss unseres
Jobcasts und wir hoffen natürlich, dass wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt überzeugt haben, dass ihr jetzt gleich euren Lebenslauf aktualisiert, euer Anschreiben und eure Bewerbungsmappe zusammenpackt und die am besten direkt digital an uns schickt. Wir, das sind die Kreiskliniken Reutlingen, aber wir machen die Aktion gemeinsam mit unseren Kollegen der RKH-Kliniken im Landkreis Ludwigsburg. Also nichts wie auf die Website in den Karrierebereich. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall schon auf eure Bewerbung und hoffen natürlich, dass wir mit diesem Format euch die IT im Krankenhaus so richtig schmackhaft machen konnten.